Alles klar, herhören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Bevor Sie mit dem Hinderniskurs beginnen, lesen Sie die Schilder da und tun Sie, was draufsteht. Gut, prüfen Sie jetzt die Einsatzziele. Wie Sie sehen, ist das aktuelle Ziel hervorgehoben. Zusätzlich ist die Lage des aktuellen Ziels mit einem Stern auf Ihrem Kompass markiert. Wenn Sie sich dem aktuellen Ziel nähern, wandert der Stern in die Mitte des Kompasses. Nähern Sie sich dem aktuellen Ziel. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. In Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor und laufen Sie durch den Hinderniskurs. Los, los, los! Martin, schön, dich zu sehen. Dich haben sie also auch hierher verfrachtet. Hey, viel Glück. Bewegung, Ladies. Wir sind hier nicht bei Tante Kätes Kaffeeklatsch. Rüberspringen, Alter. Na los, vorwärts. Nicht übel. Jetzt rein in den Dreck und rocken sie unter dem Stacheldraht durch. Sergeant, machen Sie diese MGs bereit. Privates. Los, los, los! Na los doch! Private Martin, gehen Sie durch diese Tür. Sergeant Moody wird Sie durch das Waffentraining führen. Der Rest der Ladies bleibt hier. Augen nach oben, Private. Ich bin hier oben, im Wachturm. Nehmen Sie einen der M1A1-Karabiner vom Tisch. Zusätzliche Munition können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Die Anzahl der Patronen in Ihrer Waffe und der Patronen, die Sie bei sich tragen, sehen Sie unten rechts im HUD. Behalten Sie sie im Auge, Soldat. Nähern Sie sich dem Zaun und feuern Sie 6 Kugeln auf Ihr Ziel. Die Zielgenauigkeit erkennen Sie an der Größe des Fadenkreuzes. Feuern Sie 6 weitere Kugeln in verschiedenen Stellungen und in Bewegung auf das Ziel. Wenn Sie sich nicht bewegen und wenn Sie sich ducken oder hinlegen, zielen Sie genauer. Das kann über Leben und Tod entscheiden. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Nehmen Sie jetzt ein Springfield-Gewehr vom Tisch. Im Austausch gegen Ihren Karabiner. Drehen Sie sich nach links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie 2 Kugeln auf das Ziel. Das Zielfernrohr und feuern Sie 2 Kugeln ab. Ich hoffe, es ist klar, dass Sie mit der Zielvorrichtung genauer zielen können. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Tauschen Sie das Springfield jetzt gegen eine Thompson-Maschinenpistole auf dem Tisch. Sofern Sie nicht 3 Arme haben, können Sie auch nur 2 Waffen tragen, abgesehen von Handfeuerwaffen und Granaten. Feuern Sie 10 Kugeln auf das Ziel. Zuerst aus der Hüfte und dann mit Blick durch die Zielvorrichtung. Vergleichen Sie die Genauigkeit. Geben Sie beachten. Sie erkennen eine leichte Vergrößerung, wenn Sie eine Waffe heben und durch eine Zielvorrichtung ohne Fernrohr blicken. Schritte und blicken Sie durch die Zielvorrichtung. Sie bewegen sich dann langsamer. Im Nahkampf können Sie den Gegner mit dem Kolben Ihrer Waffe schlagen. Das nennt sich Kolbenschlag. Nennen Sie es mit der Thompson. Und passen Sie auf, Junge. Das Ding ist geladen. Hervorragend, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Nehmen Sie die Granaten vom Tisch. Na los. Werfen Sie in jede Öffnung vor sich eine Granate. Und los. Gehen Sie hinter den Pfeiler und lehnen Sie nach links und rechts. Vor dem Feind. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Wenn Sie verletzt sind, schnappen Sie sich eins dieser Sanitätersets. Spielen Sie nicht den Helden. Das Ding kann Ihr Leben retten. Die letzte Übung sind Sprengsätze. Nehmen Sie sie an sich. Das Zeug hat extreme Sprengkraft. Gehen Sie verdammt nochmal vorsichtig damit um, sonst gehen Sie selbst mit hoch. Beachten Sie die Stoppuhr, die erscheint.
Auf ihr sehen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben, um Ihren Hintern wegzuschaffen. Saubere Arbeit, Private. Gut gemacht. Tragen Sie die Waffen stets bei sich und halten Sie sie sauber. Weggetreten. Company Baker, herhören. Jetzt geht es richtig los. Operation Overlord, die Invasion der Normandie über den See- und Luftweg. Am D-Day zur Stunde H wird die Infanterie auf dem Seeweg 5 Strände der Normandie erstürmen. Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Die Strände Utah und Omaha greifen wir mit 3 unserer Infanteriedivisionen an. Zur gleichen Zeit landen 2 britische und 1 kanadische Division an den Stränden Gold, Juno und Sword. Die Luftstreitkräfte landen 6 Stunden vor der Stunde H, vor den Bombardements zu Luft und See. Die 6. Division der britischen Luftwaffe wird hier landen. Zur gleichen Zeit landen die 101. und die 82. in diesen Gebieten. Die Mündung des Flusses Doos hier teilt Utah und Omaha. Die Aufgabe der 101. ist es, die Brücken über die Doos einzunehmen, um Utah und Omaha zu verbinden und die Flanken von Utah zu sichern. Das hier ist der Hauptverkehrsweg, der die gesamte Cotentin-Halbinsel verbindet. Die deutschen Truppen konzentrieren sich in diesem Gebiet. Wenn sie für einen Gegenangriff an den Stränden mobilisiert werden, müssen sie an dieser Straße entlang. Die 101. wird dafür sorgen, dass das nicht passiert. Der Kompanie Baker, das sind wir, wurde dieser Pfad hier zugewiesen. Die Aufklärer, zu denen Private Martin gehört, werden vor den Hauptstreitkräften abgesetzt und markieren mit Leuchtbojen auf dem Boden die Landezonen. Wir wissen jedoch nicht, wie sich die Lage entwickelt, wenn wir unten sind. Sie werden sich also alle die Aufgaben sowohl der 101. als auch der 82. einprägen. Sie werden auch diese Karten und Fotos studieren, bis sie sie in- und auswendig kennen. Wir landen hinter dem Atlantikwall, zwischen mehreren deutschen Garnisonen. Wir müssen damit rechnen, erst nach mehreren Stunden Verstärkung zu bekommen. Dafür haben wir die ganze Zeit trainiert. Viel Glück. Die Alliierten schon einmarschiert sind. Wir werden es als erste wissen. Sie kommen mitten durch Sainte-Marie. Das sehe ich ganz anders. Der lahme Roosevelt und der fette, selbstgefällige Churchill würden hier niemals angreifen. Ist viel zu weit weg von Deutschland. Wozu also? Na, weil sie diesen Sektor schon seit Wochen bombardieren. Na und wenn schon? Die bombardieren doch so gut wie alles. Bastarde! Die würde uns schon besonders interessieren.
Ordnung, Männer. Macht euch bereit. Auf mein Zeichen. Los jetzt, los! Legen Sie die Sprengsätze und machen Sie diesen scheiß Panzer platt!
Also, Männer, hört mir jetzt gut zu. Wir bleiben hier, bis Verstärkung kommt. Aber das hier ist nur ein kleines Dorf und das Land ist voll davon. Es gibt also noch viel zu tun. An alle, die noch neu hier sind, herzlich willkommen im Krieg. Und an alle, die länger dabei sind, glaubt mir, ihr habt noch gar nichts gesehen. Wir verlegen die deutschen MGs hier und richten eine Verteidigung ein. Achten Sie auf sich und auf Ihre Kameraden. Dann los! Die Mörser machen Pause. Johnson, sehen Sie nach. Ja, Captain. Verdammt, Sie haben ihn erwischt. Thank you.
Martin, hierher! Rein in den Wagen! Okay, angenommen, wir schaffen es in diesem Schrottkübel zurück zum Bataillon. Was sollen wir denen sagen? Übergeben Sie das Major Shepard. Sagen Sie, Company Baker hat die Stadt gesichert. Kann sie aber nicht lange halten, wenn wir keine Verstärkung bekommen. Verstanden, Sergeant? Aber klar, wir fahren einfach in einer französischen Blechschüssel durch die feindlichen Linien. Sollen wir gleich noch eine Zielscheibe draufmalen? Das wird nicht nötig sein, Sarge. Machen Sie schon. Es sei denn, Sie haben eine bessere Idee. Oder ein funktionierendes Funkgerät. Vielen Dank. Das ist doch krank. Ich glaub's einfach nicht. Glauben Sie mir. Es sei denn, Sie können fliegen. Es sind nur 6 Meilen, Private. Halten Sie den Mund und tun Sie es. Ein Auto geklaut, Elder? Nur bei Bedarf, Sarge. Martin, geben Sie Deckung! Elder, Beeilung! Geben Sie Ecke! Das ist...
Entschuldigung, Sarge. Hier rechts rum. Ja, sicher, sicher. Ich erstatte Major Shepard Bericht und hole unsere Befehle. Warten Sie hier. In Ordnung, Sarge. Was sollte ich sonst auch tun? Trupp 3, decken Sie unsere Flanke mit dem Kaliber 30. Trupp 2, folgen Sie als Reserve. Ich bin vorne. Elder und Martin sind hinter mir. Alle bereit? Los geht's! Vor uns sind zwei MG-42. Trupp 3, lenken Sie das Feuer von links ab. Trupp 2, Sie greifen von rechts an. Los, 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 los! Sie sind
tun, vorwärts! Jetzt, na los! Nehmen Sie die feindlichen Dokumente. Erstes Platoon herhören. Sergeant Moody schuldet mir 50 Mäuse, denn Operation Overlord war erfolgreich. Unsere britischen und kanadischen Freunde haben gute Arbeit geleistet. Abgesehen von Omaha verliefen die Landungen am Strand alle reibungslos. Die Luftunterstützung ging fast überall daneben, aber die Männer erfüllten zusammen fast alle Aufgaben der Luftstreitkräfte für den D-Day. Ich bin wirklich sehr stolz auf Sie alle. Wie Sie wissen, konnten Sergeant Moody und die Privates Alder und Martin durch die deutschen Linien brechen und das Hauptquartier benachrichtigen. Sonst hätte das Hauptquartier wohl keine Verstärkung geschickt, mit deren Hilfe wir Saint-Mère-Église halten konnten. Moody, Alder und Martin wurden beauftragt, eine deutsche Batterie beim Château Bricourt auszuschalten, wo sie mit einer Handvoll Männer einem ganzen Platoon der Deutschen gegenüberstanden. Offensichtlich sind unsere Leistungen nicht unbemerkt geblieben. Unsere Einheit wird vom Rest der 101. abgespalten, um einige Spezialeinsätze hinter den feindlichen Linien durchzuführen. Ich schlage vor, Sie polieren Ihr Deutsch auf, meine Herren. Genießen Sie Ihre Freizeit, solange es geht. Links ist ein MG-42, rechts ein Wachhäuschen. Sie haben mich nicht gesehen. Hoffentlich. Captain Price und Major Ingram? Vielleicht in dem großen Haus die Straße hoch. Martin, Sie gehen vor und erledigen das 42er MG. Harding und Bugs, Sie kümmern sich um den Laster. Wir treffen uns vor dem Chateau. Alle anderen folgen Martin. Los! Thank you.
alle Mann durchatmen. Überprüfen Sie die Waffen. Dann das Ganze nochmal von vorne. Ladehemmungen. Gehen Sie rein, nehmen Sie alle Dokumente mit und stoßen Sie dann wieder zu uns. Sergeant Moody und ich suchen Price und Ingram.
Flankiert sie! Alles klar, wir gehen weiter. Jetzt nicht aufgeben. Price und Ingram sind hinter dieser Tür. Ich brauche Deckung. Zurücktreten. Wir jagen sie hoch. Du liebe Güte, Amerikaner. Sie haben mir einen Mordskrach gemacht, aber kein Problem. Ich kann schon noch gehen. Captain Price, Captain Foley, wo ist Major Ingram? Sie haben ihn in ein Lager gebracht. Keine Sorge, ich weiß wohin. Der Truck steht draußen, Sir. Gut. Helfen Sie Captain Price aus dem Fenster. Er ist verletzt. Sammeln wir uns. Wir hauen ab. Captain, was ist mit Major Ingram? Wir kümmern uns später um ihn. Jetzt rein da! Okay, Martin. Wir sind jetzt bereit, das Tor zu rammen. Wir haben genau 10 Minuten nach Ihrem ersten Schuss, um die Sache durchzuziehen. Wenn wir länger brauchen, schickt man jemanden, der uns rettet. Sie erledigen die vorderen Wachen, vor allem die MG-Stellungen. Wenn das Tor offen ist, bewegen Sie Ihren Hintern hinein und holen Sie den Major. Wir treffen uns beim Lastwagen. Durch das Nordwesten marschiert und rückt durch das Lager nach Osten.
denn ich Glück? Sie sind hier, um mich rauszuholen, stimmt's? Ich wiederhole, wir werden... Weiter, Männer! Keine Zeit für lange Begrüßungen. Truppe, in Deckung! Alle Mann auf ihre Posten! Leistung, Captain. Das haben Sie und Ihre Jungs gut gemacht. Wirklich gut.